Eben haben Sie noch an Ihrer Steuererklärung gesessen oder Sie wollen sich morgen bestimmt ransetzen. Und jetzt stellen Sie sich die Frage, wo muss der Gewinn von Ihrem Kleinunternehmen eingetragen werden? Das kommt darauf an, ob Sie das Formular überhaupt zur Verfügung haben, wo Sie das herbekommen und ob Sie das überhaupt bekommen. Das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Hallo, Thorsten vom Gründerlexikon. Sie sitzen also vor Ihrer Steuererklärung und wissen vor lauter Zettel gar nicht, wo was da reinkommt. Sie haben ein Kleinunternehmen und jetzt wollen Sie den Gewinn da irgendwo eintragen. Sie müssen jetzt erstmal die Frage beantworten, meinen Sie wirklich den Gewinn? Wenn Sie den Gewinn meinen, also das, was übrig bleibt, nachdem Sie die Einnahmen von den Ausgaben abgezogen haben, dann brauchen wir die Einkommenssteuererklärung. Und jetzt kommt es darauf an, sind Sie ein Gewerbetreibender oder ein Freiberufler? Den Unterschied habe ich schon mal hier geklärt. Die meisten sind natürlich Gewerbetreibenden und die müssen dann die Anlage G in der Einkommenssteuererklärung nehmen. Jetzt ist es ein bisschen lustig. Es gibt ja seit einiger Zeit überhaupt gar keine Formulare mehr online, denn der Gesetzgeber hat die Unternehmer verpflichtet, die Daten per elektronischer Datenübertragung zu senden. Ach, schwieriges Wort. Und dazu kann man eigentlich nur ein Steuererklärungsprogramm nehmen oder Elster, das ist das Erklärungsprogramm vom Bund. Ich habe mal ein paar Steuererklärungsprogramme verglichen, vielleicht ist Ihres dabei. Dort gibt es also dann die Möglichkeit, den Gewinn einzutragen und an der richtigen Stelle dann im Formular an das Finanzamt zu senden. In dem alten Formular sah das so hier aus. Da gibt es also eine Stelle, wo es eingetragen werden muss. Aber nochmal Achtung, es gibt diese Formulare für die aktuellen Jahre überhaupt nicht mehr. Man kann nur Software verwenden und dort sieht dann die Maske oder die Abfrage etwas anders aus wie hier dieses Formular, was ich mal rausgekramt habe. Und trotzdem gibt es noch Formulare. Wäre ja auch schlimm, wenn es in Deutschland keine Formulare mehr geben würde. In ganz bestimmten Fällen, in sogenannten Härtefällen, kann der Steuerpflichtige beim Finanzamt beantragen, dass er ein Formular nutzen möchte, weil die Datenfernübermittlung ihm nicht zumutbar ist. Das sollten Sie mal mit dem Steuerberater klären, ob Sie darunter fallen oder nicht. Und es gibt natürlich auch noch bestimmte Größen, die, wenn sie nicht überschritten werden, dann auf dem Formular abgegeben werden können. Für diese beiden Fälle hält das Finanzamt direkt vor Ort Formulare bereit und man muss sie direkt dort abholen. Man kann sie nicht mal online ausdrucken, sondern man muss erst beim Finanzamt sagen, ich bin der ein oder der andere Fall, ich bin eine besondere Härte, ich habe nicht so hohe Einkünfte und dann kann man das Formular weiterhin nutzen. Das ist aber eher die Ausnahme und deswegen zeige ich das mal beispielhaft auf diesem etwas älteren Papierformular, denn das Prinzip ist genau dasselbe. An der Stelle sei erstmal gesagt, ich betreibe hier ein Weiterbildungsvideo. Es geht nicht um die individuelle Beratung, denn dafür ist der Steuerberater zuständig. Das sollte dann jeder entsprechend in Anspruch nehmen. Prinzipiell wird unterschieden in diesem Formular zwischen Gewinn von Einzelunternehmen, Gewinn von Mitunternehmern, also mehreren Personen oder auch Gesellschaften. Und da muss jeder selbst dann entscheiden, wo er seinen Gewinn einträgt. Was hat er also mit seinem Kleinunternehmen für eine Form des Gewerbebetriebs. Der individuelle Fall, der kann natürlich mit dem Steuerberater geklärt werden. Für diejenigen, die das mit der Software erledigen, die haben das so ähnlich wie in diesem Formular, auch in der Software in einem Formular an einer bestimmten Stelle einzutragen. Da komme ich gleich nochmal dazu und zeige das mal. Der Unternehmer muss also wissen, was hat er mit seinem Kleinunternehmen überhaupt für einen Gewerbebetrieb. Die meisten werden sicherlich ein Einzelunternehmen haben und können dann den Gewinn an der Stelle hier eintragen. Nun möchte ich nochmal darauf hinweisen, wer da keine Ahnung von hat, der sollte mit seinem Steuerberater drüber sprechen. Der Vorteil liegt klar auf der Hand. Der Steuerberater gibt rechtssichere Antworten und vor allem er haftet auch noch dafür. Und das sollte man dann schon nutzen, wenn man keine Ahnung hat, wie man einen gescheiten, guten Steuerberater findet. Das habe ich mal in dem Artikel hier. Nun gibt es jetzt aber noch den anderen Fall. Ich möchte das der Vollständigkeit halber nochmal erklären. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Wenn Sie jetzt aber vielleicht den Umsatz meinen, dann sieht die Sache etwas anders aus. Denn durch den Umsatz wird ja die Kleinunternehmerregelung regelmäßig geprüft. Das habe ich schon mal hier in diesem Video erklärt. Dann stellen Sie jetzt die Frage, wo wird der Umsatz eingetragen? Der wird natürlich in der Umsatzsteuererklärung eingetragen und auch hier gilt wie eben bei der Einkommenssteuererklärung, es gibt kein Formular mehr für die Unternehmer. Es muss alles über Software geregelt werden, also
Und zwar habe ich jetzt mal wieder so ein altes Formular rausgekramt, hier aus dem Jahr 2010. Das Prinzip ist nämlich auch ähnlich. Da verschieben Sie vielleicht nur geringfügig Positionen oder kleine Erklärungsabschnitte, aber der Rest ist dasselbe. In diesem Formular gibt es dann den Bereich die Angaben zur Besteuerung der Kleinunternehmer nach § 19 Umsatzsteuergesetz. Und dort gibt es dann das Feld, kann man hier nachsehen, Umsätze des Vorjahres und der Umsatz, der erwartet wird für das aktuelle Jahr. Und genau die beiden Zahlen trägt man dort ein. Anschließend wird dann aufgrund dieses Formulars die Kleinunternehmerregelung wieder geprüft. Es kommt also darauf an, ob man den Gewinn jetzt wirklich meint, dann ist die Einkommensteuererklärung zu nutzen und beim Umsatz die Umsatzsteuererklärung. Hier habe ich nochmal eine Software rausgesucht, das ist die Software der Akademischen Arbeitsgemeinschaft Steuertipps. Und dort sieht man hier, dass es ein Formular gibt, dort legt man den Gewerbebetrieb an und dort vergibt man den Namen und dann gibt es so ein kleines Formular, so ähnlich, so ein Abfrageformular. Dort trägt man dann dementsprechend den Gewinn ein und das wird automatisch von der Software in das Formular übernommen und das Ganze wird dann an das Finanzamt gesendet. Sollten Sie jetzt noch Fragen haben, dann fragen Sie einfach mal Ihren Steuerberater. Alle anderen Fragen, die tragen Sie mir hier unten in die Kommentare hinein. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Wir sehen uns im nächsten Video und sei schlau und guck blau.